Hallo Uwe, vielen Dank für deine Aufgabe, die hier ein bisschen gerafft schon gleich an der Tafel steht. Wir haben die Funktion oder beziehungsweise die Ungleichung x minus 2 geteilt durch 4 plus 2x kleiner als x. Da wir nachher umformen müssen und mit dem Nenner multiplizieren, müssen wir zwei Fälle unterscheiden. Wie wir die Fälle unterscheiden, gibt es schon ein paar Basisvideos zu. Dann nehmen wir den Nenner, setzen ihn kleiner als 0, rechnen aus, was für x rauskommt. Und für x kleiner als minus 2 wird halt dieser Nenner negativ. Und wenn wir hinterher mit ihm multiplizieren, dann dreht sich hier das Relationszeichen um. Das aber nur am Rande. Jetzt hier der Lösungsweg, minus x, dann kommt das hier rüber. Dann steht hier nämlich eine 0. Das ist immer schön, damit können wir schön abschätzen. Wenn wir jetzt dieses hier so erstmal stehen haben, dann können wir sagen, okay, wir können das auch alles auf einen Bruchstrich schreiben. Das heißt, ich muss minus x erweitern mit diesem Nenner. Denn hier steht ja x Eintel und wenn ich das auf den gleichen Nenner bringe, bei Einteln, dann erweitere ich quasi nur den Zähler hiervon mit dem Nenner davon und rechne das dann hinterher aus. Gut, jetzt haben wir bisher noch überhaupt gar nichts Negatives am Start gehabt hier mit Seitenwechsel und hast du nicht gesehen. Und können jetzt hier den Zähler erstmal ausrechnen. Ja, hier die Klammern ausmultiplizieren. Minus x mal 4 ist minus 4x. Minus x mal 2x ist minus 2x². Dann wird das Ganze hier sortiert und zusammengefasst. Die x können wir noch zusammenfassen. Steht hier minus 2x² minus 3x minus 2 geteilt durch 4 plus 2x. Und jetzt wird halt mit dem Nenner, der für den Fall x kleiner als minus 2 negativ ist, multipliziert. Dabei dreht sich hier das Relationszeichen um und es entsteht die Gleichung minus 2x² minus 3x minus 2 größer als 0. Und wenn wir das Ganze jetzt uns angucken wollen und eine quadratische Funktion daraus machen wollen, dann können wir hier durch minus 2 teilen. Dabei dreht sich das Relationszeichen nochmal um. Und dann steht hier x² plus 3 halbe x plus 1 ist kleiner als 0. Soll kleiner als 0 sein. Gut, jetzt kann man sich entweder diese Funktion hier merken, welche Funktionen für welche quadratischen Funktionen sind eigentlich immer alle größer als 0 oder kleiner als 0. Das ist aber eigentlich Quatsch, denn wir können jetzt auch einfach sagen, als Nebenrechnung machen wir mal auf, x² plus 3 halbe x plus 1 ist gleich 0. Dann können wir nämlich die PQ-Formel hier ganz einfach anwenden. X1, 2 ist gleich minus p halbe, ist ja minus 3 Viertel, plus minus Wurzel aus 9 Sechzehntel ist das Quadrat von minus 3 Viertel minus 1. Hierbei kommt jetzt was Negatives raus. Das bedeutet, es gibt keine Nullstelle. Und jetzt interpretieren wir, wenn es hier keine Nullstelle gibt, dann kann es ja entweder nur positive oder nur negative Werte für diese Funktion hier unten geben, die ja jetzt als Repräsentant von diesem Sachverhalt hier oben dient. So, jetzt können wir eine Sache machen. Wir können, wenn das ja für alle x gilt, dass die alle entweder positiv oder negativ sind, dann kann ich eine 0 hier einsetzen. Dann kommt da plus 1 raus und dann weiß ich, dass die immer positiv ist, diese Funktion hier. Das als kleiner Trick mit der Nebenrechnung, damit man das dann hinterher leichter auf die Reihe kriegt. Jetzt steht hier, dieser Term soll kleiner sein als 0. Also steht hier eigentlich, das hier soll negativ sein. Und ist aber die ganze Zeit positiv. Und deswegen können wir dann hier konstatieren, für den Fall x kleiner als 0 gilt die Gleichung nie. Das bedeutet, dieser Term hier, beziehungsweise der Graph von dieser Funktion, ist immer größer als dieser hier. Das ist wichtig. Und jetzt wollen wir uns mal den Fall angucken, x größer als minus 2. Dabei kann ich hier auf diese ganzen, das ist der zweite Fall dann, Entschuldigung, zweite Fall, x größer als minus 2. Dabei passiert hier lange Zeit nichts, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir hier mit dem Nenner multiplizieren. Dann bleibt nämlich hier das Vorzeichen so, das Relationszeichen, und hier dreht es sich dann um. Das heißt, jetzt steht da die gleiche Gleichung, exakt der gleiche Term, aber größer als 0. Gerade eben haben wir festgestellt, das ist immer so, weil die Nebenrechnung gilt ja auch da. Und deswegen haben wir hier zweimal eine Interpretation. Im ersten Fall ist die Interpretation gilt nie. Und im zweiten Fall steht hier, das hier soll größer sein als 0, also die ganze Zeit positiv. Wenn wir wissen, es gibt keine Nullstellen und wissen, es gibt also entweder nur positive oder nur negative. Und wir kriegen für einen x-Wert was Positives raus, dann gilt es ja für alle x-Werte. Das heißt, hier gilt es dann für alle. Dementsprechend ist hier diese Gleichung erfüllt für alle x, die größer sind als minus 2. Alles klar, ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Uwe, kannst du gerne kommentieren und ja, bis bald.